Heute geht es um eine gefederte Sattelstütze und zwar eine Art der Federung, die wir so sehr selten oder kaum noch kennen. In der Regel hat man ja im Fahrrad, ob das jetzt ein Rennrad ist oder auch in Tourenrädern, hat man ja so eine Parallelogramm-Sattelfederung drin. Die gibt es von Santur, die gibt es von Cane Creek. Das sind also die sehr, sehr hochwertigen Federungen, die einfach einen sehr, sehr hohen Komfort generieren. Und hier habe ich von Ergon jetzt mal die Allroad CF Carbon ist das. Und die arbeitet komplett anders. Und ich will euch heute einfach mal zeigen, was die so kann und aber auch, wie man sie einbaut und was der Unterschied zu den anderen Federn ist. Grundsätzlich unterscheidet sich diese Sattelstütze dadurch, dass sie kein richtig eingebautes Federelement hat. Also wir haben hier, ich hole die mal raus, wir haben hier an sich ein Stück oder zwei Stücke Carbon. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist also eine sehr, sehr leichte Sattelstütze. Die hat gerade mal 220 Gramm. Das ist also wirklich extrem leicht. Klar, komplett aus Carbon gefertigt. Und ihr seht das, das sind an sich zwei einzelne Stücke. Die sind hier oben verbunden an der Sattelstrebe, die wir unten dann haben. Und hier unten durch ein Einstellelement. Und dadurch erreichen wir diese extreme Gewichtsreduzierung gegenüber der normalen Sattelstütze. Das Schöne an dieser Sattelstütze ist, wenn man gar nicht auf der Suche ist nach so extrem viel Federweg, weil die anderen, die haben teilweise 50 mm oder 60 mm Federweg, also für sehr, sehr unebenes Gelände auch gedacht oder wird auch in Hardtails teilweise eingebaut. Die ist jetzt bevorzugt im Rennrad, im Gravelbike gedacht, diese Sattelstütze, weil sie, wie gesagt, zum einen diese wenige Gewicht mit sich bringt und weil man da nicht diese riesen Federwege braucht. Und hier erzielt man diese Federung durch den Flex. Was ist das? Flex ist im Prinzip das, was das Carbon-Material nachher hergibt. Wir haben sie dann so rum eingebaut. Hier ist der Sattel, sehen wir jetzt gleich. Und diesen Flex erziele ich dadurch, dass diese zwei Teile hier, ihr könnt es hier unten mal auseinanderschrauben, dann sieht man das, sich gegenseitig versetzen. Vom Federweg sollen das ungefähr 2 cm sein, was fürs Rennrad oder auch fürs Gravelbike vollkommen ausreichend ist. Und was man natürlich auch noch sagen muss, es sieht super lecker aus, also fast wie eine normale Sattelstütze. Sie hat einen Durchmesser von 27,2 und das ist ja in dieser Klasse dann auch so der Stand. Was man hier nicht machen kann, man kann die also nicht in ein größeres Rad einbauen mit 31,6 Durchmesser oder 30,9, weil man darf nicht mit Hülsen arbeiten. Also die passen in ein Rad mit 27,2 mm. Ich zeige euch mal die einzelnen Teile. Beginnen wir mal ganz hier oben an der Aufnahme vom Sattelkopf. Da ist so ein Flip-Chip drin, den wir also hier oben ändern können, je nachdem, wie viel Sattelversatz ihr nach vorne oder nach hinten haben wollt. Die ist jetzt ein bisschen mehr nach hinten eingebaut, wenn man also nach hinten 2 cm sich versetzen will. Das wird ja gemessen immer vom Pedal. Und die zwei Teile können wir dann abnehmen, können die nach vorne drehen, wenn ihr den Sattel ein bisschen weiter vorne kriegt. Das ist die eine Einstellmöglichkeit. Die zweite Einstellmöglichkeit sehen wir dann hier unten. Wir haben also hier auf der Sattelstütze selbst eine Markierung, wo der Sattel gerade wäre. Und jetzt kann es ja sein, dass ihr euren Sattel gerne vorne ein bisschen senken wollt zum Beispiel. Dann kann man hier unten diese Schraube lösen, kann das dann verschieben. Dadurch ändert sich dann hier oben der Winkel und dadurch stellt ihr euren passenden Sitzwinkel dann ein. Was gilt es zu beachten bei der Sattelstütze? Das ist Carbon. Also ganz fein zu behandeln bei Druck. Ihr müsst absolut die Drehmomente bei der Sattelschelle einhalten. Ihr müsst absolut das Drehmoment hier oben an der Sattelschelle an der Klemmschelle vom Sattel einhalten, an diesem Flipherd. Der hat zum Beispiel hier oben 5 Newtonmeter, nicht mehr, mit dem Drehmomentschlüssel arbeiten. Und dann am Seatpost, das haben wir hier unten drauf stehen, da haben wir maximal 7 Newtonmeter für die Schraube und die Klemmung vom Rahmen. Das habt ihr hier auch, an dem Rad wird es vorgegeben, weil es auch ein Carbonrahmen ist. Also da müsst ihr bitte genau drauf achten, dass das dann alles stimmt. Was kriegt ihr? Einmal die Sattelstütze, ihr kriegt einmal die Montagepaste dazu, da komme ich dann gleich nochmal drauf. Und ihr kriegt hier noch so ein kleines Inlay, falls ihr verschiedene, ich sag mal, Toleranzen im Sattelrohr habt. Wichtig ist, dass die Sattelstütze, die gefederte, die geht nur für runde Sattelstreben, die geht nicht für ovale. Da gibt es dann einen Adapter noch von Ergon zu. Wenn ihr also irgendein Racerad habt, was ovale Sattelstangen hat, dann könnt ihr das hier dann
optional nachrüsten. Wir lösen das oben und unten und dann können wir schon hingehen und hier unten, wie ich es vorhin sagte, die Schraube lösen, die erstmal auseinanderklappen. Dann machen wir da ganz wenig von der Montagepaste dazwischen, damit es also, wie gesagt, sich alles bewegen kann. Und dann könnt ihr schon mal grob euren Sattel einstellen, also hier die zwei verschieben und einfach mal auf Null stellen hier oben. Dann könnt ihr die oben anziehen, die Schraube, damit die schon mal einigermaßen sitzt. Ganz festzuziehen braucht ihr doch nicht, weil ihr müsst eventuell den Sattel noch mal ein bisschen anpassen. Die Montagepaste, die machen wir dann auch auf das Sattelrohr drauf, damit das auch dann gut im Rahmen drin sitzt. Und dann können wir den hier einstecken. Und dann sehen wir schon, wie sich das Ganze dann darstellt. Optisch, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Sache, finde ich im Vergleich zu vorher. Kein Riesenunterschied, weil das war auch eine Carbon-Sattelstütze. Aber von der Ansicht her finde ich das eine sehr schöne Geschichte. Ja, der Komfort bei schnellen Bodenwellen, also bei Querfugen oder irgendwas in der Art, das ist schon deutlich spürbar, nicht nur durch die Reifen, sondern wirklich durch diesen Flex in dieser Sattelfederung drinne. Das ist also wirklich ein sehr, sehr durchdachtes Konzept. Ich war da am Anfang ein bisschen skeptisch gewesen, aber das nimmt genau diese harten Stöße, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist, so über 30, 35 auf einem, ich sage mal, asphaltierten Radweg oder irgendwas in der Art, wo ja dann doch Unebenheiten sind, nimmt das schon eine ganze Menge weg. Abschließend muss man sagen, das Ding kostet viel Geld, kommt zum Preis um die 250 Euro UVP. Ich verlinke euch das unten mal, wo ihr euch die bestellen könnt. Aber wenn es darum geht, auf dem Rennrad Komfort zu gewinnen oder vielleicht auch im sportlichen urbanen Rad, auch wo oftmals es um Gewicht geht. Also es gibt ja zum Beispiel, jetzt mal abgesehen davon, dass man die natürlich in jedes E-Bike und normales Fahrrad einbauen kann, gibt es ja auch bei den E-Bikes, zum Beispiel MTB Cycletech Souplesse oder ein Vinora E-Flitzer. Das sind Räder, die so auf diese 15 Kilogramm abgelegt sind als Stadt, als Kurzstreckenrad, aber die halt dementsprechend auch keine Federung drin haben. Und auch dafür ist das ein gutes Investment. 250 Euro, man kriegt es auch für 210, 220. Das muss man bereit sein, für eine Sattelstütze in dieser Qualitätsklasse auszugeben. Aber letztendlich, Feedback, muss man ganz klar sagen, ist super. Der Gewinn an Komfort enorm. Von daher, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Channel hier einmal abonniert und die Glocke drückt. Und dann seid ihr demnächst wieder mit dabei.